Ein emotionaler Cocktail, der dich als Empath so einsam machen wird, ist folgendes. Wenn in deinem Nervensystem noch Scham abgespeichert ist, dass irgendetwas mit deiner Person nicht stimmt und du aber gleichzeitig das Gefühl hast, du gehörst hier nicht her, weil du intellektuell auf irgendeine Art und Weise überlegen bist, weil du es besser weißt, weil dein Gegenüber sich falsch verhält, weil dich keiner versteht in deinem Herzen, in deiner Empathie, in deiner Art und Weise zu denken, zu fühlen und zu sein. Du hast nichts falsch gemacht. Du musstest dich an irgendeiner Stelle schützen. Du hast Schutzmauern um dich herum aufgebaut, um dir die Welt so zu erklären, dass sie erträglich war und dass du überstehen konntest. Und das ist dein Ego. Dein Ego sorgt dafür, dass du am Leben bleibst. Und dann gehst du in deine Welt raus und wunderst dich, warum du dort keine Verbindung findest, warum du dort keine Liebe findest, warum du dort keine Wahrhaftigkeit findest. Und es liegt daran, weil du ohne es zu merken, ohne es zu wissen, aus deinem Ego heraus funktionierst und du lebst quasi ein Leben, in dem dein Ego am Fahrersitz deines Autos sitzt und dein Herz allerhöchstens die zweite Geige spielt, weil du es nicht wagst, dich so zu zeigen, wie du bist, weil du es nicht wagst, deinem Herzen die Führung zu überlassen, weil du es nicht wagst, den anderen Menschen in deinem Leben zu begegnen wahrhaftig, weil du immer noch in deinem tiefsten Inneren glaubst, irgendetwas stimmt nicht mit dir. Aber in dem Moment, wo du beginnst, wirklich mit deinem Herzen Kontakt aufzunehmen und auf tiefster Zellebene, nicht hier oben, ja, nicht all diese Geschichten, ich bin okay, du bist okay. Das hat meiner Meinung nach überhaupt gar keine Power, all diese Affirmationen, sondern wenn du beginnst, auf Zellebene zu spüren, dass du nicht in Gefahr bist, dass es sicher ist, deinem Herzen die Führung zu übergeben, dass egal, was sich dir zeigt, du es handeln kannst, dass du vertraust, dass du genau richtig bist und dass das Leben dir nur Gutes möchte und dass du in jedem Moment geführt bist und genährt. Erst in diesem Moment, wo du als Herzensversion von dir rausgehst, kannst du überhaupt erst andere Seelen, andere Herzensmenschen erkennen. Kannst du überhaupt erst in Verbindung treten mit dem Leben, mit anderen und mit dir? Und das ist ein ganz anderes Gefühl, weil du aus dieser Fremdsteuerung, aus diesem Funktionieren rauskommst und in deinem Licht stehst, in deinem Herzen, in deiner Mitte. Und wenn du lernen möchtest, wie das geht, wenn du lernen möchtest, wie du mit den schwierigsten Situationen und Umständen nicht nur irgendwie zurechtkommst, sondern über sie herauswächst, ja, und stabil in deiner Mitte bleibst dabei. Dann melde dich bei mir, ja, und wir gehen gemeinsam los.